Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer, zum neuen Projekt, Multiplayer-Projekt auf der LF Marsch mit dem Boxer, mit dem Paul, mit dem Richard, dem Hago. Hallo. 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 Irgendwer war schon wieder übereifrig und hat Hallo gesagt. Ich weiß nicht, wer das war. So, als allererstes müssen wir mal ein paar Sachen klären hier. Richie, was ist das? Kunst. Kunst, okay. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das kann weg, glaube ich. Ich glaube, ich muss erstmal den Hof zeigen. Der Hof ist komplett umgebaut worden von uns. Wollt ihr schon mal arbeiten anfangen? Das ist gut, weil dann kann ich nämlich zeigen und ihr arbeitet. Okay. Ich glaube, wir können gerne arbeiten. So, dann mal ganz kurz den Fuhrpark nochmal checken. Wir haben einen Deutz Far Warrior 7250 TTV. Der Ritsche Racer hat einen aufgestellt. Oh, wow. 6230 R. JCB Fastwork haben wir auch hier. Wer fährt in der Paul? Und der Boxer hat einen Case Puma. Okay, ich zeige mal ganz kurz die Map. Wir sind hier auf der nordfriesischen Marsch, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir nicht das vorgefertigte Zeug nutzen, sondern dass wir alles selber machen. Deswegen werden wir uns jetzt, zeige ich euch das mal über das Menü, das funktioniert ein bisschen besser. Und zwar, der normale Hof wäre ja hier, den haben wir jetzt aber, oder den verwenden wir jetzt in dem Fall nicht, sondern nur sehr, sehr spontanisch, sondern wir am hinten dran haben wir sehr viel Zeug nachgebaut, und zwar mit dem Set der Modding-Welt. Das ist alles, wir haben Silo, wir haben Werkstatt, wir haben jede Menge Unterstandmöglichkeiten. Hier haben wir sogar einen doppelten Fahrsilo. Wir haben hier hinten den neu gebauten Schweinestall. Wir haben hier vorne einen Kuhstall rangebaut, auch mit Wegen und so weiter. Das geht ja mit dem Modul sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, ein, zwei Felder. Zwei plus Wiese. Box, das habe ich genau gesehen, ne? Ist das dein Ernst? Wie kann man denn nur so sein? Ich verstehe das nicht. Willkommen bei der BG-Farm, oder wie es auch immer heißt. Weiß ich nicht, wie es heißt. Vielleicht heißt es BG-Farm, wir schauen mal. Ja, wir haben einige Gerätschaften. Wir haben Ladewagen, wir haben IT-Runner am Stissel. Kröger-Akkuleiner. Richtig, mal eine kurze Frage. Wo willst du hin? Das gibt doch schon wieder hier. Nein. Okay, wir machen einfach mal weiter. Wir haben hier ein bisschen so Anseetechnik, ein bisschen so Rübenzeug und Spritze und so und so. Also alles noch im Rahmen, weil wir wollten... Ja, was wollen wir eigentlich machen hier? Wir wollen reich werden, ne? Wir wollen Sachen machen. Sachen reich machen. Werden. Ja. Wir haben hier einen Schweinestall, den wollen wir dann bewirtschaften. Wir haben eine Kuhstall, den wollen wir dann auch bewirtschaften, aber alles zu seiner Zeit. Wir haben jetzt noch 200.000 Geld übrig gelassen für Saatgut, für Dünger und für das ganze Zeug, was wir noch brauchen. Eigentlich wollte ich jetzt rechnen fahren, Richie. Ja, mach doch, ich stelle dir nur schon mal hin. Okay. Weil du wärst vom Hof nicht runtergekommen. Was? Ja. Was ich sagen wollte, haben wir ein Heu- und Strohlager. Haben wir noch nicht, aber haben wir noch Geld für, um das einzubauen? Warte mal, lass mich kurz gucken. Oder wollen wir Ballen machen? Ich weiß nicht, worauf habt ihr Lust? Ja, Ballen ist super. Das klingt nicht so wie super, Herr Ricci. Wir hatten vorhin auf dem Public, hatten wir vorhin 1900 Ballen. Alter Schwede. Und das ist, ja, ist nicht abgeraucht? Wenn man sich genähert hat, ja. Okay. Ist der Drescher Mod oder Original? Mod. Der Drescher ist Mod, ja. Wir haben einige Mods drauf, einige Mods, die auch noch nicht veröffentlicht wurden. Ich muss das einfach mal zeigen jetzt, ne? Das ist BG-Push vom Feinsten. Moment. Ich brauche einen Traktor. Hey, BG-Push, hallo. Das ist kein BG-Push. Also, den hat Paul gemacht oder umgeschrieben, konvertiert, nenn es, wie du es willst. Auf alle Fälle zeige ich das jetzt, was ihr damit machen könnt. Das ist ein handelsüblicher John Deere. Ich weiß nicht, wem der gehört ist hier, aber ist auch egal. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit. So, Mäuschen, kommen Sie mit. Ich weiß nicht, Paul, was hast du dir dabei gedacht bei dem Mod? Ja, nicht großartig. Ist ja, also... Es ist sehr praktisch, wenn man nicht missbraucht. Ja, das stimmt. Also das wollen wir versuchen zu reduzieren, ne? Ja, das wollen wir alle versuchen zu reduzieren. Was? Ja, ist okay. Richie, willst du jetzt ein Heu- und Strohlager noch haben? Ja, ich weiß nicht. Wenn wir Tiere haben, können wir es auch direkt in die Tiere rein. Ja, aber noch haben wir keine Tiere. Ja, dann wäre es nicht schlecht, wenn wir... Oder kann das Mod-Silo? Nee. Nee, glaube ich nicht. Aber ist auch egal. Komm, ich setze einfach eins hin. Dann haben wir jetzt zwar weniger Geld, aber ist auch egal. Soll ich das genau neben die Doppelfahr-Silo setzen? Es gibt doch eins von dem Modding Welt Pack auch mit, oder? Ja, warte, lass mich gucken. Ich meine schon. So, achso, nee, warte mal, ich habe Multifood. Irgend so eine gesetzt, Heuscheune. Nee, Multifood habe ich nicht gesetzt, warte. Das hier. Big Silo Multifood. Okay, wir können alles in das Ding reinhauen, glaube ich.
Ja, Gras, Heu, Stroh auf alle Fälle, Häckselgut auch. Silage geht nicht rein, aber sonst alles. Häckselgut braucht eh keiner im Silo. Ja, theoretisch. Aber es gibt auch, es gibt ein eigenes Ding für Häckselgut, glaube ich. Wollen wir erstmal mit Ladewagen arbeiten? Weil Ballen machen wir überall irgendwie. Nee, dann machen wir Ladewagen, kein Problem. Ich habe ein Scharnier gefunden. Willst du brechen? Ja, okay. Oh, wir haben auch noch einen massiven Ferguson als Lader, Hoflader. Boah, Alter. So, dann fangen wir einfach mal an. Dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Folgen kommen halt dreimal die Woche. Montag, Mittwoch, Freitag, Uhrzeit. Boxer, was haben wir noch frei? 15 Uhr. 15 Uhr, perfekt. Kalender. Kalender. Ist der Fan, ist der schon Mod? Oder ist der offiziell Mod oder ist er selber gemoddet? Das ist ein offizieller Mod. Sehr gut. Also ohne Schneidwerk ist er nur am Durchdrehen. Mit Schneidwerk geht's. Das aber gibt aber keinen Sinn. Hat den wieder irgendjemand angehoben? Doch. Nee, weil der vorne zu leicht ist. Und ah, der ist okay. Zu leicht, okay. Vorne. Okay, Jungs, wir haben jetzt noch 200.000 Euro. Wollen wir davon gleich ein paar Tiere kaufen? Hau rein. Oder wollt ihr noch einen Häcksler kaufen oder was wollt ihr damit machen? Jo, Häcksler ist immer gut, aber. Also, wir werden jetzt nichts mehr dazu cheaten, sondern das ist das Geld, mit dem wir auskommen müssen. Ja, wir brauchen keinen Häcksler, aber du kannst auch Gras reinwerfen. Ja, das stimmt. Wenn du die Lagen haben willst. Da muss ich sagen, hat der Ritsch recht. Ja, meinetwegen könnt ihr auch schon ein paar Schweine oder Kühe kaufen. Ich habe da kein Problem mit. Haben wir einen Tiertransporter? Nee. Nee, den müssen wir auch noch kaufen, siehst du? Aber wenn wir so viele Leute sind, dann können wir auf alle Fälle selber transportieren. Aber ich würde erstmal Sachen da reinmachen. Eine, kann man da auch dran kippen? Kannst du nicht. Tiere drin? Kannst du nicht. Das weiß ich gar nicht. Nein, du kannst nichts reinwerfen. Nicht. Kannst erst reinwerfen, wenn Tiere drin sind. Ohne die Schweine alles, ey. Ist nicht eng, oder? Nee, das will hier nicht. Hier könnte man mal ein bisschen ausgleichen. Hier ist noch ein Hügel. Mitten in der Wiese. Fahren wir schon zurück, Boxe? Ja. Vielleicht reicht das nächstes Mal auch, wenn wir nur die großen Felder mähen. Alles, man. Es alles will nicht gedroschen mähen. Werden hier. Feld 21. Es will nicht? Nee. Es sieht aber abgeerntet aus. Also es ist auf der Karte auch abgeerntet gezeichnet, ein, zwei Bahnen. Ja, aber hier vorne wollte ich um die Ecke fahren. Will er nicht. Oh, da komme ich nicht durch so. Warte, ich mach mal ein bisschen größeren Kreis hier. Okay, ich habe keinen Bock, die kleinen Dinger hier zu mähen. Wir gehen das große Feld mähen. Boxfresh? Ja. Ich würde von Basti sagen, du sollst auf dein Handy gucken. Und zwar jetzt. Weißt du, Boxer, ne? Letztes Mal, Aufnahme. Dann bekommt. Irgendwer schreibt mich an, Bock soll auf den Weihnachtsmarkt kommen. Ja, das war ich. Warum? Und jetzt weil ich bei Bock in der Hut war und wir auf den Weihnachtsmarkt waren mit den anderen und Bock, der kacke mich gekommen. Das war die Aufnahme. Ja, das wir hatten Aufnahme. Sehen, ja, und? Ich habe auch gesagt, sag ich, hey, wenn du los musst, musst du los. Niemand juckt eine Aufnahme. Und das Schlimme war. Egal. Es ist aber eine Beleidigung, die Basti geschrieben hat. Weil ich geschrieben habe, es ist Aufnahme. Da hat er geschrieben, so viele alte Leute, die dabei sind, kann es nicht länger als 10 Minuten dauern. Oder nee, nicht als 10 Minuten, als 10 dauern, also die Uhrzeit 10. Richtig. Ja, der Basti. Fühlt sich jemand angesprochen hier? Argo vielleicht? Nein, ich finde das nicht als Beleidigung. Sehr gut. Okay. Ah, guck mal, der Tierhändler ist gar nicht so weit weg von dir. Nö. Haben wir irgendwie einen Abfahrer? Was wurde jetzt gekauft? Tiertransporter. Ah. Der Kleine in dem Fall. Ja, der Joski. Ja. Was ist ja? Container steht, als ob du schon so voll bist. Nee, 63, aber ich wollte noch fragen. Ja, ein Container steht da hinten am Anfang. Ja, da komme ich nicht hin. Ja, ich hol den gleich mal ran. Das funktioniert so nicht. Ja, aber dann brauchen wir nicht mit Containern spielen. Wenn wir die zum Drescher hinfahren. Ja. Das geht gar nicht. Wie soll Werner denn hier wegkommen? Ja, also wenn ich hier vorne bin, dann kann ich schon weiterfahren, aber... Ach so. Also ich kann dir zwei Container einmal linke Seite und rechte Seite hinstellen. Ja, ist okay. Hat jemand schon mal ein Dings gesehen?
Eine Kalkstation? Ich habe nämlich keine gefunden. Auf der Map. Müssten wir noch eine platzieren, glaube ich. Achso, die platzierbar, okay. Ich weiß nicht, ob es in der Map fest eine eingebaut gibt. Warte, ich kann nachschauen. Erstmal habe ich keine gesehen. Wo ist denn der Viehhändler bitte? Habe ich auch nicht gesehen. Rechts neben der 1. Ah ja, das ist ja. Oh. Das ist ja überschaubar, ne? Was der mit dem stärksten Traktor geht, jetzt den Popelanhänger bewegen. So wie es sein muss, Paul. Ja, ja. So, jetzt habe ich 90% Boxe, ne? Halte du durch, ausrechnen. Halte durch. Ja, ich weiß, kannst du nochmal erklären, was genau an Pauls Traktor verändert wurde? Geschwindigkeit oder? An Pauls Traktor? Warum? Hast du nicht irgendwas Spezielles gemacht an deinem Traktor? Ja, den angehoben. Aber er hat mit der linken Hand hochgehalten, mit rechter Hand hat er Ölwechsel gemacht. Ja. Ich dachte, du hättest ja irgendwas verändert. In welchem Traktor denn? An deinem. Der JCB, den ich fahr. Ja. Nö, das ist ein Standard. Er hat nur halt die Position du verändert. Halt er durch, Werner, halt er durch. Voll. War ja, so klar, ist, auch nicht mehr, das war so klar, dass du am Stillen bist. Aber da hat Basti schon recht, ne? Die alten Leute wieder. Bugs, er bringt den Grote daran hier, alter Schwede. Wie viel hast du da Platz, Richie? 9 Schweine, glaube ich. Okay. 9 Schweine, 6 Kühe oder so? Kann das sein? Ne. Also nicht viel auf jeden Fall, aber die großen sind ein Auflieger, da brauchst du Dolly und bla und Kick. Nee, das können wir später machen. Ja. Foxy, was machst du da? Warum? Achso, klingt ein bisschen banal. Ja, Foxy, der so banal klingt. Ja, ja. Ja. Was wollen wir denn als nächstes ansehen eigentlich? Ja, was brauchen wir denn für die Tiere? Das ist ja, glaube ich, das Interessanteste. Wir sollten vielleicht irgendwas für die Schweine machen. Sehen wir, wenn die da sind. Sowas. Sehen wir, wenn die da sind. Wo ist denn hier der Schweinehof überhaupt? Ich sehe auch nicht durch. Ganz hinten, hinter den Fahrsilos. Ja, 33 oder nicht? Ja. Sieht so anders aus als der, den ich kenne. Ja. Ja, das ist ja auch der Motorradwelt. Das ist nicht der Standard, der sieht besser aus, dieser hier. Ja, ich frage jetzt nur, wo man die Tiere hier abkutten kann. Das weiß ich auch nicht. Weil ich drücke immer die ganze Zeit R, wenn ich noch vorbeifahre. Ja, ne. Wenn nicht, man muss da reinfahren. Das wäre mega lustig. Aber also, ich habe das so gebaut, dass du durchfahren fahren kannst. Ja, und 2 Meter dahinter eine Hecke ist. Das ist richtig. Ich habe das so gebaut, dass man... Der Weg da hinten ist kürzer als der gesamte Anhänger. Ich habe das so gebaut, dass man durchfahren kann. Danke, Werner. Kein Problem. Aber trotzdem wird der Auflieger da nicht reinpassen. Map-Bauer des Vertrauens. Ist das ein kleiner oder ein großer? Ein kleiner. Ich glaube, das ist ein großer. What? Glaube ich jetzt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir können das Feld theoretisch auch in der Mitte irgendwie teilen, dann können wir 2 Sachen ansehen. Du willst ja einen Strich Wiese machen. Alter, also, das ist der Werner klug. Ja. Ja. Findest du nicht, Richie? Ich sehe nur, wie du von einer Ecke zur anderen huscht. Welche Farbe am Trigger? Gelb, ne? Normalerweise sind es so gelb-schwarz schraffiert. Also, ne, das ist sowieso nicht. Ich meine, wenn man F5 drückt und Konsole aktiviert hat. Der hier wird sein zum Tür öffnen. Wer ist er denn? Das ist der vom Lichtschalter hier, oder was? Ja, Tatsache. Also, gute Nachrichten, den Trigger vom Lichtschalter habe ich gefunden. Warte, ich helfe dir.
Haben wir nicht dieses Player Speed Flamot mit drauf? Ja, ja. Shift 4, dann bist du ganz schnell. Nee, ganz schnell will ich nicht. Shift 1 ist schneller. Mit Shift 1 bis 4 kannst du Geschwindigkeiten durchschalten, mit Shift 0 ist wieder normal. Okay. Richie, was hältst du denn von dem hier? Ja, das ist Gülle. Nee. Doch. Das ist doch nicht richtig, nee. Kannst du da R drücken? Ja. Nein, du lügst. Ja. Lügenpresse. Versuch's doch einfach mal. Nee. Nicht? Lügenpresse. Naja, hast du recht. Ey, wir haben Schweine. Wo sind die denn? Jetzt laufen die schon rum. Oh, die sind ja süß. Willst du vielleicht einen Kopf aus dem Zaun nehmen? Ich, ne. Hat er eine Helfer eingestellt, der Kacknoob? Ich muss ihr helfen. No. Boah, steht ein Container, warte mal. Kannst du mitnehmen, wenn du zum Brecher läufst. Theoretisch könnte ich ihn aufnehmen und einfach rübertragen, ja? Aber lassen wir es mal gut sein. Lass uns mal gut sein. Irgendwer schreibt mich wieder auf Steam an. Wer ist denn das? Ich bin's nicht. Wie in der Schule, Alter. Box ist der Erste, der was sagt. Ja, normalerweise. Ja. Ich muss dazu sagen, normalerweise bin ich immer derjenige, der Werner so viel zu spammt. Aber heute weiß man nicht. Nee, heute weiß man nicht. Ist richtig. Ich wie auch, wenn er geblockt ist. Ich dachte an Heiligabend heute. Nee. Heiligabend heute, ja. Heute ist Heiligabend, dann habe ich was vergessen. Hallo? Ihr müsst euch immer umdenken, wann die Folge erscheint, Leute. Genau, Jungs. Die Folge kommt bei Heiligabend. Weiß ich, hab was vergessen. Aber Alter, das macht das alte Argo. Du musst noch einen Monat warten, bis die Folge raushaut. Was? Richtig, ne? Ich muss dazu sagen, wir hatten die NF Marsch, hatten wir explosiv einen Monat vorher. Ja. Jetzt hör doch auf, mach doch nicht so ein Fass auf. Also vor drei Tagen ist der letzte 19 erst rausgekommen. Ja, ja. Heute ist nämlich der 23.11. Deswegen auch noch so viele Bugs, ne? Genau. Ja. Wer das auch haben will, die Mods mal früher und so, 500 Euro Paypal. So! Weihnachten muss ich auch auszahlen, ne? Ja. Da wäre ich, hätte ich einen Vögel erfunden, ey, ohne Scheiß. Alfred Hitchcock war das, glaube ich. Was für ein Cock? was hast du gerade gesagt? Alfred hat er gesagt. Ja, Alfred danach? Hitchcock hat die Vögel erfunden. Ja, das war noch vor deiner Zeit, Entschuldigung. Ja, damals. Jo, ich bin ja sicher noch 12 Folgen lang am Dreschen, ich freue mich drauf. Ja. Aber schön, dass du dich drüber freust. Ja. Du hast dir jetzt ausgesucht. Ich hasse dich, Paul. Ich hab nichts gesagt. Doch, du hast gesagt, du brauchst keinen Traktor. Ich hab gefragt, ob du einen willst, du wolltest keinen. Ja, aber dann würdest du ja doch irgendwer machen müssen, weißt du? Ja, dann hätten wir einen Helfer einstellen können, weil wir haben ja 5 Traktoren. Helfer einstellen im Multiplayer-Kurs, das ist immer auch nicht richtig. Ja, ist richtig. Ist ja genauso, wie man Cursplay verwenden würde. Also, das geht ja gar nicht. Ja, eben, wer verwendet welcher würde Cursplay im Multiplayer? Nee. Mir fällt keiner ein. Mir auch nicht. Ja. Hey, Richie, du hast so eine exklusive Version bekommen wieder, ne? Ja, vor 2 Monaten schon. Ich hatte das Spiel noch gar nicht, da hatte ich schon Cursplay. Und GPS und Drive Control. Ja, aber Mario hab ich ausgemacht, weil nur Luke kann ich alleine gerade ausmachen. Ja. Wer hat hier so intelligent den Shell platziert? Ich hier. Hier kann man richtig gut rausfahren. Da musst du rückwärts reinfahren, dann kommt das gut raus. Gib dir doch mal ein bisschen Mühe, bitte, ne? Das sagst du zu dem Richtigen. Richtig intelligent. Also der Strohpol ist auch ziemlich nach, ist ich hier. Ja. Der kämpft noch mit der Ausfahrt vom Schweinestall. Lässt er wieder Geld auf dem Feld liegen? Ja. Nein. Wir haben noch Geld, Konto ist voll. Konto ist gar nicht voll, Alter. Alter, ey. Kommt er nicht mal rüber da, Alter. Boah, können wir das ganze Feld an Kartoffeln machen, schön mit dem Zweireihe ernten? Oh, Herr. Richie? Wenn wir 19 kaufen, da sind Kartoffeln drauf. Ja. Boah. Aber das ist zu klein. Ja. Ja, stimmt. Unter 20 Hektar gar nicht interessant. War das LS 15, da wo ihr diese Rüben- oder Kartoffelaktion gestartet habt? Ja, in jedem LS eine Rüben- oder Kartoffelaktion gestartet. Ja, ja.
kann mich noch erinnern, da hat so ein Server fast gecrashed. Wir haben noch nie einen Server gecrashed. Wir waren aber kurz davor im 17er. Ja, wollte ja mit dem Server gecrashed. Ein richtig und ein halb. Was heißt richtig und halb? Ja, richtig, dass alles aus war und halb heißt, dass ich 1900 Ballen per Hand aus dem Safe-Game rausgelöscht habe, das Safe-Game wieder hochgeladen habe, damit das Server weiterläuft. Alter Schwede. Aber, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Wie es dann weitergeht, seht ihr dann am Mittwoch, 15 Uhr, gleicher Ort, gleicher Platz. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis dahin, macht's gut. Ciao. Komm, ciao. Tschüssi. Ciao.